Ja, Herr Wiese, jetzt sitzen hier Politikerinnen und Politiker in der Runde. Was brauchen Unternehmen wie Sie, damit das noch einfacher, noch besser, noch schneller funktioniert? Also gerade in dem Bereich, wenn wir Leute beschäftigen, da gucke ich mal den Innenminister an. Ich bin ja auch im Netzwerk Unternehmen Integriert Flüchtlinge aktiv in Deutschland. Und da ist man im Austausch mit ganz vielen Unternehmern in der ganzen Bundesrepublik. Die Hauptprobleme ist, dass jede Ausländerbehörde in Deutschland eine andere Entscheidung trifft. Es gibt immer einen Ermessungsspielraum und die eine Ausländerbehörde entscheidet so, die andere so. Wir haben Massenduldungen, gerade bei Leuten, die einen abgelehnten Asylbescheid haben. Da muss sich der Unternehmer dran langhangeln und immer hoffen, dass sie verlängert wird. Wer soll denn da langfristig jemanden Lust haben zu beschäftigen? Auch die Motivation der Menschen dahinter, die denn in der Dauerduldung sind, ist unwahrscheinlich schwierig. Also da wünsche ich mir wirklich mehr Klarheit. Also ich habe mir gedacht, ich konnte es am Anfang nicht begreifen, dass in Deutschland das möglich ist, dass jede Ausländerbehörde irgendwie eine andere Entscheidung treffen kann. Das war mir, als ich habe gedacht, das kann nicht sein, wir sind ein Land. Also das ist ein großes Problem. Ja, da ja. Fragen wir doch direkt mal. Können Sie das verstehen, dass das schwierig ist für Unternehmer? Also ich verstehe auf jeden Fall, dass wir ja diese Spurwechselfälle haben, die gut laufen. Trotzdem kann derjenige nach... Entschuldigung, er hatte keinen Spurwechsel. Er war einen anerkannten Flüchtlingsbescheid. Und das Problem ist, dass Unternehmer, ich habe zwei Afghanen, Pakistanier, haben diesen Spurwechsel gemacht. Und ich sage mal, ich habe mich da durchgekämpft und wirklich irgendwie, um das zu verstehen. Aber das kann kein normal, also das tun sich die wenigsten Unternehmer wirklich an. Und da ist zu wenig sozusagen Unterstützung. Vielleicht ist es heute ein bisschen anders noch, wie vor ein paar Jahren ist. Aber das war wirklich wie ein Dschungel, wo man da drin war. Oder ich habe das gleiche Problem. Ich habe knapp 13.000 ausreisepflichtige Ausländer, wo alles, BAMF, alle Gerichte gesagt haben, am Ende muss gehen. Dann habe ich aber unter den 13.000 Menschen, die ein blitzsauberes Leben führen, die bei Ihnen arbeiten, von ihrer eigenen Hände Arbeit leben, Identität klar, keine Strafen, eigene Wohnung, aber ausreisepflichtig. Natürlich sagt der Unternehmer, ja, was für ein Wahnsinn. Aber so sind nun mal die deutschen Gesetze. Was ich als Innenminister jetzt tue, hätte ich mir nicht vorgestellt, das im deutschen Fernsehen mal so sagen zu müssen, weil ich das gar nicht so richtig sollte. Ich kann natürlich priorisieren bei 13.000. Und wir haben schon aufgepasst, dass unsere Ausländerbehörden, wir sind mit denen in guter Kommunikation, nicht falsche Prioritätenentscheidungen treffen. Also auch der Ausreisepflichtige, der ein solches Leben führt, wie ich es gerade beschrieben habe, steht bei uns jetzt nicht im Fokus, obwohl er ausreisepflichtig ist oder sie. Ich übersetze das mal. Das heißt, obwohl... Das stimmt gar nicht, das ist für mich nicht so gut. Ja, aber es ist ja interessant, weil das ist ja so, wie die Wirklichkeit gerade ist. Und ich glaube auch nicht nur bei Ihnen. Das heißt, Leute, die eigentlich ausreisen müssten, da wird sozusagen der Bescheid dann nach unten gelegt. Dann dauert das vielleicht ein bisschen länger, weil sie einfach in einem Betrieb sind und die Unternehmer sonst sagen würden... Er müsste ausreisen, frei. Er hat den Bescheid, bitte ausreisen. Das tut er oder sie aber nicht. Und dann kommt Staat und muss abschieben. So, und da ich eine Menge solcher Fälle habe, habe ich natürlich auch Fälle Straftäter, Identitätstäuscher, Leute, die seit Jahren im Sozialsystem hängen, aber nicht arbeiten gehen. Die tun Sie noch oben, verstehe ich. Aber wollen wir mal Frau Gisell-Teppe fragen, ist es bei Ihnen auch so? Die Frage ist ja, ob das vollziehbar Ausreisepflichtige sind oder nicht. Es gibt geduldete Menschen, die müssen nicht sofort ausreisen. Und genau für diese Menschen hat die Bundesregierung den Spurwechsel beschlossen. Und da geht es darum, ob diese Person einen Arbeitsplatz hat, eine Ausbildung macht. Spurwechsel müssen Sie einmal ganz kurz erklären. Genau, Spurwechsel ist vom Asylberechtigten oder Geduldeten in dem Fall, dann zu einem dauerhaften Aufenthalt zu kommen. Das ist der Spurwechsel, der erlaubt werden soll, wenn man eben Beschäftigung hat, wenn man eine Ausbildung angetreten hat. Und natürlich schafft das für Unternehmen Unsicherheit. Wir haben eben gesehen, dass Arbeit die beste Integration ist. Du hast dein Kollegium, du kommst in die Gesellschaft rein, du findest neue Freunde, du erlernst die Sprache weiter. Und das ist ja auch so, dass die Menschen hochmotiviert sind. Die wollen ja arbeiten. Ja? Und das ist unsere Erfahrung, die wir machen. Und wir wollen eben das Ziel mit diesem sogenannten Spurwechsel war es, die Fachkräfteknappheit in Deutschland zu reduzieren. Alle schreien nach Fachkräftemangel. So, jetzt sind die Leute da. Warum dürfen die nicht bleiben? Weil sie die Arbeiten machen,
die kaum andere machen wollen, ehrlich gesagt. Das muss man ja auch sehen. Und diese Chance gilt es doch zu nutzen, damit wir unseren Wohlstand in Deutschland sichern. Wenn wir unseren Wohlstand nicht sichern, dann geht es allen schlecht hier. Und nur so können wir den sichern. Wobei ich gerne sprechen würde. Ja. Einmal Herr Reichert. Entschuldigung, die Überlastung, die wir vor Ort erleben. Und wir erleben die Überlastung doch in Berlin genauso wie in kleinen Kommunen in allen Bereichen. Die kommt doch nicht daher, dass wir sagen, holen nicht Leute nach Deutschland, die bei uns arbeiten. Wir sind doch alle dankbar, dass Menschen zu uns kommen und bei uns Arbeit finden. Weil sie im pflegerischen Bereich finden, weil sie in anderen Bereichen einen Weg finden. Welchen Fehler wir grundsätzlich machen, ist der, dass wir sagen, naja, wir mischen alles in einen Topf. Wir trennen nicht zwischen Arbeitsmigration und Asyl. Das, was im Asylbereich passiert ist, Entschuldigung, dass wir sagen, naja, wer dann zu uns kommt, wer vielleicht die Kraft hat, wer das Finanzielle hat, wer vielleicht aber auch einfach so stark ist, dass er den Weg zu uns findet, naja, dann passt schon. Wenn wir Akzeptanz finden wollen, auch bei der Bevölkerung, auch in vielen Fällen, wo wir sagen, wir bringen Leute unter, dann müssen wir ganz, ganz scharf trennen. Dann müssen wir sagen, Asylrecht ist das eine. Asylrecht ist, wenn ich persönlich verfolgt bin, wenn ich Schutz suche. Aber Arbeitsmigration ist das andere. Und Entschuldigung, was wir aktuell machen, ist, wir mischen beides. Wir mischen beides. Wir haben dann kein Problem. Menschen unterzubringen, wenn sie sagen, sie kommen, weil sie bei uns Arbeit finden wollen. Es gibt nirgendwo Proteste, wenn ich sagen will, ich bringe Pflegekräfte, ich bringe Menschen, die in Gewerbe arbeiten, bei uns unter. Gar kein Thema. Die Herausforderung habe ich im Asylbereich. Und deswegen müssen wir einfach mal wieder trennen. Wir müssen mal wieder sauber arbeiten. Der Punkt ist, glaube ich, das Wesentliche. Der Punkt ist angekommen. Aber Sie müssen auch erklären, den Menschen müssen Sie erklären. Viele verstehen das nicht. Wenn Sie jetzt, Sie sagen ja, Menschen, die irregulär gekommen sind, die sollen... Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Menschen, die über Asylweg gekommen sind, über den AW, müssen so behandelt werden. Menschen, die über Arbeitsmigration gekommen sind, müssen anders machen. Aber nehmen wir mal, eine Kommune hat 100 Menschen, die über den Asylweg gekommen sind. Und dann heißt es, naja gut, dann müssen eben 80 von denen gehen. Dann haben sie aber immer noch den Arbeits- oder Fachkräftemangel. Und dann müssen sie immer noch 80 Personen oder vielleicht mehr Personen über den Arbeitsmigrationsweg in diese Kommune reinbringen. Das macht doch für die Menschen vor Ort überhaupt keinen Sinn. Weil für die heißt das, es sind neue Menschen in die Kommune gekommen. Nein, um das geht es nicht. Es geht darum, dass ich den Menschen aufzeige, wer kommt zu uns. Wenn ich aktuell eine Unterkunft aufmache, und das ist ja auch eine der Hauptherausforderungen, dann kann ich den Menschen nicht sagen, es kommen Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus Ghana oder wo auch immer. Sondern ich kann sagen, ich bringe dort Menschen unter, die mir einfach von der Regierung zugewiesen werden. Wenn ich es über die Arbeitsmigration mache, dann komme ich mit einer anderen Botschaft. Dann komme ich mit der Botschaft, schaut her, es sind Menschen, die kommen primär, weil sie bei uns arbeiten wollen. Es sind aber auch Menschen, die schon gewisse Voraussetzungen erfüllen. Ja, aber wer auf den Weg macht, der muss Deutsch können, der muss einen Sprachkurs gemacht haben, der muss einen Berufsabschluss mitbringen, der muss vieles mitbringen. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, das Richtige. Und so aber Sie müssen doch auch eine Lösung für die Geringen und Unqualifizierten finden, wo wir auch einen Mangel haben. Es ist ja nicht so, dass wir nur bei den hochqualifizierten Menschen einen Mangel haben. Wir haben einen Mangel bei den geringqualifizierten und unqualifizierten Menschen. Und das können Sie eben nicht über den... Genau die bringe ich auch unter. Ich habe es persönlich in den letzten 2 Wochen. Ich habe eine Krankenpflegehelferin aus Indien untergebracht. Ich bringe jetzt Menschen über Bufdi unter bei uns. Es funktioniert alles. Wenn man will, funktioniert es. Die Herausforderung ist, dass die Menschen in ihrem Heimatland erstmal die deutsche Sprache lernen und sich auf diesen Weg machen. Und wir vermischen das gerade. Einmal Herr Wiese, weil er ist ja an der Praxis ich dran. Ich finde es unwahrscheinlich schwierig, wenn wir jetzt hier Menschen und Menschen gegeneinander ausspielen. Und ich finde es wirklich schwierig. Jetzt haben wir Menschen hier, die jetzt sozusagen aus Gründen noch immer, sind nach Deutschland gekommen, weil sie keine andere Chance hatten, haben sie einen Asylantrag gemacht, der wurde abgelehnt. Wir holen uns jetzt vom Ausland wieder Leute rein, denen müssen wir das da jetzt Deutsch beibringen. Warum nehmen wir nicht auch Menschen, die hier sind, über diesen Spurwechsel und sagen, die Menschen haben wir jetzt hier und bilden die selber aus. Wir als Handwerker sind bereit, Menschen auszubilden. Und kann nicht sein, dass wir die nicht ausbilden dürfen. Nee, die werden lieber abgeschoben, dann holen wir uns lieber die anderen rein. Was ist denn das für ein Herr Wiese, funktioniert doch nicht.